Yo, hey ho, Ladies und Gentlemen, was geht? Ich bin's wieder, Raffi hier. Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 natürlich heute. Ah, schön, dass ihr heute wieder alle eingeschaltet habt. So, was müssen wir denn machen? Ich weiß, die letzte Aufnahmesession ist mal wieder ein bisschen her. Aber ja, stimmt, wir haben eine geile neue Form bekommen. Und wir können jetzt mit Tron die geilen Kombi-Angriffe machen. Und Magiekraft und Abwehrkraft haben bekommen. Ist natürlich auch geil. Ich weiß noch gar nicht, wo wir mal hin müssen. Müssen wir hier rein? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Aber wir können das jetzt initialisieren machen. Ja, weiß nicht, wie viel es uns bringt. Kann man nicht irgendwie ein Missionsziel anschauen oder so? Pause? Nee, wollen wir jedenfalls mal nicht. Hier vielleicht? Ist gleich mal gut zu wissen. Oh, Meister. Oh, hier. Ah, übrigens, Meisterform kann man hochleveln, wenn man Drive-Kugeln einsammelt. Während man im Dings-Modus ist, glaube ich. Also im Meistermodus. Glaube ich, dass es so ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben jetzt hier Stitch. Oh, ho, ho. Krass. Wir sollten eigentlich mal ein paar Freunde so rufen im Kampf. Naja. Aber wo müssen wir denn hin? Kann mir das jemand erzählen, sagen? Vielleicht? Wäre schon sozial zu wissen. Schauen wir mal. Hier vielleicht? Ah, hier waren wir noch nicht. Ich glaube, hier müssen wir lang. Gehen wir einfach mal an die Gegner vorbei, rushen und auf geht's. Keine Ahnung. Voll crazy, wie hier alles einfach nur voll gerade und futuristisch ist. Da weiß ich nicht, erkennt man irgendwie wenig. Oh, Angriffskraft für Tron. Nice. Das bringt uns ja auch so unglaublich viel. Er ist ja auch die ganze Zeit bei uns, ja. Eigentlich ja nicht, aber. Und Donnertropfen haben wir bekommen. Brauchen wir bestimmt auch noch irgendwann. Ein Zelt zum Campen und Abilitamin. Oh, geil. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr. Da geht's irgendwo hin. Okay, das ist irgendwas. Was ist das denn hier? Ich weiß gar nicht. Haben wir initialisiert? Au. Aber das sind die scheiß Viecher von dem einen Cup auch, da wo wir verloren haben. Richtig krass, wie wir uns da geraped haben. Schon wieder. So krank. Was sollen wir denn bitte gegen die machen? Ich weiß es nicht. Aber die geben 100 XP. Ist natürlich nicht schlecht. 150 sogar. Ah, mein Gott, was machst du? Au. Hätte man vielleicht blocken können. Habe ich es geblockt? Weiß gar nicht. Bam, 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 bam. Warum fliegt immer noch eine rum? Springt doch. Oh mein Gott. Okay, er greift jemand anderen an. Komm her. Hallo? Zack, 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 komm. Gib ihm! Gib ihm! Oh mein Gott. Bist du nervig, Junge? Frau, was auch immer du bist. Also geht doch. Donnerkristall. Lass hier noch kurz die Drive-Kügelchen einsammeln. Ich frage mich halt, in der Meisterform kriegt man eigentlich gar keine Drive-Kügelchen, oder? Bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Hier können wir auch lang gehen. Das heißt hier, ich glaube, wir gehen erstmal. Oder gehen wir jetzt erst da lang? Oder ist das, ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Mal schauen, was hier hingeht. Kommunikationsraum. Ah, okay. Oh, ich glaube, hier geht's weiter. Verdammt. Naja, in den anderen Weg können wir hoffentlich auch noch irgendwann schauen. Schaut jedenfalls crazy aus hier. Draußen muss totales Chaos herrschen. Ich glaube, hier drin wird es auch ungemütlich. Oh mein Gott. Ein Terminal. Aber wisst ihr was, dann gehen wir vielleicht noch mal kurz in die andere Richtung. Mal kurz wieder speichern hier. IO-Kommunikationsraum. Sollen wir jetzt wieder rausgehen oder hier drinnen bleiben? Bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht sollen wir auch einfach zurückgehen. Geiergurt erhöht die Abwehrkraft deutlich und erhöht die Blitz- und Dunkelresistenz merklich, okay. Man weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Können wir mal kurz schauen, ob irgendwer vielleicht nur Abwehrkraft dran hat. Aber ansonsten bringt es jetzt nicht so viel. Truhe. Ich halte vor allem nichts von Items, die halt so spezifische Sachen helfen. Na, Tron hat eh nichts an. Vielleicht Champion-Gurt. Erhöht die Feuer. Wird halt drei mehr Abwehr geben. Gehen wir mal dem Geiergurt statt dem Champion gut. Passt schon. Okay. Obwohl, was eigentlich saugeil wäre, wenn man irgendwie weiß, was für ein Boss jetzt kommt. Oder wenn man Probleme mit dem Boss hat. Und dann, keine Ahnung, zum Beispiel im letzten, letzten Boss. Warum kommt jetzt hier was?
Mann, ich wollte doch in die andere Richtung schauen. Du hast mich enttäuscht, Programm. Warum machst du gemeinsame Sache mit diesen egoistischen Usern? Weil ich ihnen helfen will. Irgendetwas in meinem Code befiehlt mir, das Richtige zu tun. Wirklich? Und was ist das für ein Befehl? Das weiß ich nicht so genau. Freunde helfen einander eben. So einfach ist das. Oh, Vorsicht! Oh mein Gott! Oh Mann. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir dem jetzt auf die Fresse geben, und wenn man zum Beispiel jetzt gegen den Boss kämpft und irgendwie am Anfang nur Feuerresistenz reinhaut, dass der halt dann wirklich null Schaden machen würde. Das wäre eigentlich mal cool auszutesten. Müssen wir halt erstmal wissen, was für ein Element der hat, aber... Beziehungsweise normale Angriffe zählen ja, glaube ich, nicht. Egal, wir initialisieren einfach mal. Und geben dem, weil wir es können. Bam, 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 bam. Komm. Komm her. Bleib doch mal da. Geben wir ihm den gerade? Ich hoffe mal. Komm. Ich glaube, wir schießen sogar immer dahin, wo wir hinschauen, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls geben wir ihm gerade. Komm. Prügeln wir die Daten aus ihm raus. Oder krass. Also, finde ich jedenfalls cool. Also, wenn ich die Klasse hier voll ist. Vom Netz nehmen. Bam! Netz. Können wir ihn angreifen? Ah, das ist natürlich praktisch. Sehr nett von dir. Können wir auch gleich nochmal den Drive benutzen. Ist halt die Frage, ob ich die Meisterform nehme. Au. Oder eher die Weisen. Na, Weisenform können wir, glaube ich, gar nicht. Die Weisenform wäre aber hier vielleicht doch echt am besten. Au. Vielleicht wieder ein paar Cluster einsammeln. Das ist so das Hauptziel hier. So ein bisschen. Damit er einfach mal stehen bleibt, der Nervige. Junge, bleibt doch stehen. Nerv nicht. Hey! Ja, komm. Komm, Netz nehmen. Bam! Nice, so muss das. Schnell hin. Ja, gib ihm Donald. Goofy. Gut machst du das. Bam! Aber geht es schnell nach unten. Zack, 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 zack. Eigentlich hätten wir da die Form reinhauen können, gell? Mal kurz heilen und dann Heldenform aktivieren. Warum auch immer Heldenform? Ah ja, weil wir XP kriegen dadurch. Willst du nicht mal stehen bleiben, Junge? Also, wir sehen einfach mal an. Weil ich's kann. Junge, bleib doch da. Nerv nicht. Bam, bam! Oida, nice. Komm, vom Netz nehmen. Zack. Das haben wir so genau, sogar noch genug Drive-Form, damit wir den hier holen können. Cool ist halt auch, wir kriegen jetzt durch unsere Angriffe hier XP dazu. Das wäre ja bei der Meisterform nicht so. Also glaube ich, das ist die bessere Entscheidung, wenn wir hier so sind. Wie wenig Schaden? Hey, was machen wir? Wir haben bei dem gerade echt keinen Schaden gemacht? Dem haben wir gerade null Schaden gemacht, kann das sein? Ach komm, Junge. Junge. Wir sind wieder normal. Oh mein Gott, au. Tut mir nicht weh. Au. Hier geblieben. Zack, 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 zack. Komm, vom Netz nehmen. Bam! Also ist in der Luft. Verdammt. Ich glaube, das war nicht so gut. Das machen wir sogar wieder. Hä? Haben wir mit der Meisterform keinen Schaden gemacht, oder was? Man weiß es nicht. Komm, letzte HP-Leiste. Ist ja relativ easy hier. Zack, 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 zack. Bam! Und noch ein Kombo draufgehauen. Da düst er wieder rum. Au, hey, hey. Ja, okay. Macht bloß einen komischen Laserangriff. Machen wir initialisieren mal wieder. Ich glaube, da können wir nicht mehr Schaden nehmen. Natürlich sehr cool. Wo ist er denn? Hier geblieben. Dekompilieren, defragmentieren, egal. Mach ihn einfach fertig. Oh Mann. Egal, wir nehmen einfach keinen Schaden dadurch. Ist auch nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht. Ich meine, wir haben unser ganzes Mal geopfert und jetzt keinen Schaden genommen bei seinem krassen Angriff, den er gerade macht. Und seitwärts Schlitzer. Drive-Leiste hoch. Maximal P Kugelboost für Goofy. Okay. Können wir uns auch mal gleich anschauen. Wir haben ja noch 5 Abilitamine jetzt übrig. Also da können wir echt eine Menge ausrüsten. Bam. Ganz easy.
Ich würde aber gerne nochmal in den anderen Raum schauen. Ich stehe in eurer Schuld. Jetzt, wo alle meine Funktionen wiederhergestellt sind, kann ich versuchen, dem MCP die Systemsteuerung zu entziehen. Ich beeile mich lieber. Das würde mein User so wollen. Das würde Ansem so wollen? Hört zu, Tron. Wir haben das Kennwort nicht von Ansem. Wir haben es gefunden, in unserer Userwelt. Rein zufällig. Und noch etwas. Ansem war unser Feind. Besser gesagt, das ist er wohl noch immer. Nun, eigentlich ist er auch mein Feind. Wie meinst du das? Ansem hat Encom das Originalsystem weggenommen und es für seine Zwecke modifiziert. Ich war Teil des Originalsystems und Ansem hat auch mich modifiziert. Das macht ihn zu meinem User. Aber er hat auch den MCP zu dem umgeschrieben, was er jetzt ist. Der Ansem, den ich kenne, hätte das nicht getan. Tut mir leid, es euch verschwiegen zu haben. Schon gut, aber jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich muss sagen, auch ich verstehe es nicht. Nee, niemand versteht's. Ihr als User werdet dem Geheimnis schon noch auf die Spur kommen. Fast so wie Mathe in der Oberstufe. Ihr habt die Fähigkeit, unlogische Umwege zu gehen und doch oder auch deswegen bei den Antworten anzukommen. Geht jetzt, bevor der MCP wieder auf den Plan tritt. Okay, nicht so hektisch, Mann. Lass mal baumeln, auch wenn du nichts zum Baumeln haben lassen kannst. Baumeln lassen kannst. Keine Ahnung. Learn to German. So, jetzt will ich aber bitte mal in den anderen Weg, andere Richtung. Ich frage mich, haben wir die Welt schon abgeschlossen? Eigentlich nicht, gell? Okay, schauen wir uns jetzt mal kurz die ganzen neuen Abilities an, die wir bekommen haben. Seitwärtsschlitzer. Drücke, um einen Gegner während einer Combo in der Luft einen Hut zu... Oh, okay. Hört sich natürlich schon mal cool an. Die können wir gleich mal ausrüsten. Pump. Und Goofy hat noch was bekommen. Kugelboost. Erhöht die Menge an Taler, HP und MP, die wir sie hier hinterlassen, rüstet all damit aus, um den Effekt zu steigern. Er bräuchte dafür zwei. Einen Goofy-Streich wegnehmen? Nee. Das wäre auch behindert. Ja, ich würde sagen, wir stellen das eh mal wieder hoch. Wir geben ihm einfach mal zwei Abilitamin. Wir sind so nett. Wir haben ja fünf. Benutzen auf Goofy. Benutzen auf Goofy. So. Jetzt dürfte das nämlich auch ausrüsten können. Genau. Perfekt. Jetzt kriegen wir auch mehr Kugeln, wenn Goofy dabei ist. Und Goofy ist eh meistens dabei. Was haben wir hier noch für ein neues Item? Ein Energiestein. Ah. Und wir sollten echt mal unsere ganzen Teammates hier rufen. Unsere Beschwörungsviecher da. Aber naja. Auf geht's. Lass uns zurück nach Hollow Bastion gehen. Ich wollte doch noch in den anderen Gang schauen, Mann. Weißt du, ich schalte mich immer für den falschen Weg und das kann ich dann nichts mehr machen. Naja, zurück zu Hollow Bastion. Arbeitszimmer. Ja. Über das Terminal meines Users könnt ihr direkt auf die Daten im DTD-Bereich zugreifen. Ich werde einen Zugangskanal für euch offen lassen. Das ist aber sehr nett. Ich habe das Kennwort geändert. Macht euch also keine Sorgen um den MCP. Zugangskanal? Ich wusste, du würdest fragen. Das ist eine sehr wichtige Verbindung zwischen unseren Welten. So bleiben wir in Kontakt. Sora. Das neue Kennwort. Seid ihr meine Freunde. Oh mein Gott. Ich fühle mich geehrt. Danke, Tron. Pass auf dich auf. Ihr auch. Und grüßt alle User von mir. Haben wir es jetzt geschafft, oder was? Müssen wir nicht den MCP noch besiegen oder so? Oder vielleicht den anderen Gang schauen? Photonen-Debugger erhöht den Schaden, der durch blitzbasierte Attacken verursacht wird. Können wir nicht ein gescheites Schwert geben, was allgemein einfach mehr Angriffsschaden gegen Gegner macht oder so? Blitzangriff. Wir brauchten so einen Scheiß. Hey, wir schauen wieder normal aus. Thank you. So, das wäre geschafft. Geil. Schaut mal. Tron, viel Glück. Also, wie geht's weiter? Klarer Fall, wir greifen auf den DTD-Bereich zu. Der König sieht sich in der Stadt um. Er ist bald zurück, also seid unbesorgt. Hey Leute, ihr verlangt ein Kennwort. Das Kennwort lautet... Sora!
Zusatz! Goofy! Das trifft den Nagel auf den Kopf. Und? Wer sagt's denn? Wir sind drin. Geil. Ich gehe auch in die Stadt und mach mir ein Bild von der gegenwärtigen Situation. Willst du nicht zuerst die Daten prüfen? War nicht einfach, an sie ranzukommen. Ich bin gleich wieder da. Hey, Sora, fang doch schon mal an, die Daten zu laden und zu kopieren. Du musst nur ein paar Tasten drücken. Einfach, oder? Kann ich der das machen? Oh mein Gott, wie sie alle sich einfach verpissen. Das ist voll wichtig. Wir haben den größten, keine Ahnung, Fund seit Jahrzehnten gemacht. Und dann, ja, ich gehe jetzt erstmal in die Stadt, mich ein bisschen umschauen. Tschüss. Oh Mann. Ja gut, aber ich würde sagen, wir beenden die Folge sowieso hier. Mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal schauen wir mal, was in der Stadt vielleicht los ist. Oder wir kopieren einfach mal ein paar Daten. Computer benutzen, genau. Also, hoffe, euch hat es gefallen. Hoffe, ihr schaltet nächstes Mal auch wieder ein. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschaußen.